Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. In der Zwischenzeit habe ich meine Pokémon etwas trainiert. Zwei genau, um genau zu sein, nämlich das Pikachu und das Taubsi. Die sind beide auf Level 13. Schauen wir die uns einfach doch mal an, was sie denn können. Genau, Pikachu kann Donnerschock, Heuler, Ruckzuckhieb und Donnerwelle. Und das funktioniert, das ist schön. Das Taubsi kann Tackle, Sandwirbel, Windstoß und Ruckzuckhieb. Genau, mehr ist in der Zwischenzeit nicht passiert. Ich hatte ja in der letzten Episode gesagt, dass ich diesen grindigen Part eher nicht hochlade und das privat mache. Das hat insgesamt jetzt eine Stunde gedauert. Genau, jetzt sind wir bei 2 Stunden Spielzeit. Weiter geht's. Ich glaube, wir müssen Rocco besiegen, den Arenaleiter hier in der Gegend. Schauen wir uns mal um, ob wir das gleich machen können. Ich habe zwar kein Wasser-Pokémon, was bekanntermaßen sehr gut gegen Stein-Pokémon funktioniert. Aber mein Glumander ist, glaube ich, stark genug, dass es den Stein auch wegschmelzen kann. Zumindest habe ich früher immer so gespielt. Na, in welche Richtung gehe ich denn? Schauen wir vielleicht erstmal hier am Haus vorbei. Gibt bestimmt was Wichtiges, was uns der Opa hier sagen will. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Das ist gut zu wissen, aber ich habe das Gefühl, dass ich die Information schon mal ganz früher irgendwo aufgeschnappt habe. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Das war eine sehr hilfreiche Familie. Netter Opa mit Enkelin, so wie das aussah. Ein Schild, habe ich das überhaupt schon vorgelesen? Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. E-Punkt, Minuspunkte. E-Punkte. Ist das nicht toll? Ein schönes Blumenbeet. Marmoria City. Die steingraue Stadt. Psst, weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. So, mit Schutz kann man also Pokémon fernhalten. Haben wir das auch gelernt? Hier steht auch noch ein, was auch immer. Du bist Trainer? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Folge mir. Da muss ich nicht mal selbstständig laufen. Ist ja schön, dass er mich automatisch zur Arena begleitet. Den Weg habe ich ja beim ersten Mal nicht wirklich gefunden. Hey, ich will mit der Frau da noch reden. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. An Mumm scheitert's nicht, am fehlenden Wasser-Pokémon eventuell. Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Marmoria City Pokémon Arena, Arenaleiter Rocco, der steinharte Pokémon-Trainer. Dann wollen wir mal rausfinden, ob er wirklich so hart ist. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Von mir aus. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Probiere es aus, um so deinen Gegner besser zu trotzen. Dankeschön. Oh, nur ein Typi, den man besiegen muss, Frau Rocco. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Lichtjahre gibt die Entfernung an. Na gut, genug klug geschissen. Jetzt muss man den Pimpf da hochnehmen. Der heißt Georg und hat einen Kleinstein. Gleich heißt er immer noch Georg, aber hat keinen Kleinstein mehr. Bringt Stahl was gegen Stein? Ich glaube nicht. Verurteilt mich nicht, es ist lang hier. Und Metallklaue und... Es ist sehr effektiv. Ha! Manche Dinge vergesse ich anscheinend nicht. Okay, der hat sich eingeigelt. Wir werden ihn nochmal kratzen. Tschüss. Oh, der hat ausgehalten. Das ist ja ein Kampf auf Leben und Tod hier.
Ich habe das Gefühl, wir werden gewinnen. Ja, einmal Glut einsetzen. Kann ja nicht meine ganze Metallklaue verbrauchen. 183 E-Punkte für uns. Als nächstes wird Sandan von Camper Georg eingesetzt. Nee, ich will nicht Pokémon wechseln. Ich will dem im Glumanda auf die Fresse hauen. Da bringt doch Glut was. Ach, obwohl das ist auch Boden und... Es ist zumindest nicht komplett nutzlos. Dann hau mal nochmal ein bisschen Glut drauf. Nein, wir haben verfehlt. Ah, diese scheiß Sandwirbel-Attacken. Die waren früher echt mies. Okay, wir haben zumindest das jetzt getroffen. Yay. Und nochmal E-Punkte. Gut. Georg sagt, Mist. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Das hab ich doch gesagt. Ja, gewinnen ein bisschen Kohle. Kann nicht schaden. Müssen wir uns heilen? Eigentlich nicht. Ich trau mich so an Rocco ran. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay. Zeige mir, wie gut du bist. Keine Sorge, Rocco. Ich lenke dich einfach mit einem schönen Mädchen ab. Das hat im Anime immer funktioniert. Das ist jetzt auch ein Kleinstein ein. Level 12 ist es. Da müssen wir ihn aber ordentlich kratzen. Metallklaue. Volltreffer. Hey, der tackelt mich. So ein Arsch. So, einmal Metallklaue noch und dann leveln wir auf. Wenn sie trifft und das hat sie. Kleinstein ist jetzt im Reich der Schatten. Und wir werden immer stärker. Ist das nicht schön? Ja. Nettes Glumanda. Ein Onix. Nee, da wechseln wir nicht. Wir versuchen einfach die Taktik weiter. Level 14. Ah, das könnte spannend werden, ob wir das aushalten. Das wird echt spannend. Felsgrab gegen uns. Genau, das mag ich, glaube ich, gar nicht. Glaube ich, gehe hier echt drauf. Meine anderen Pokémon sind auch nicht gut gegen Stein. Wir wollen einmal uns einen Trank einverleiben. Oh, das hat nicht viel gebracht. Das war dämlich. Okay, ein Glück ist die KI hier nicht so gut und macht mich fertig. Wir setzen... Nein! Von wegen nicht gut. Naja, mein Glumanda ist hinüber. Das peppeln wir nachher wieder auf. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Luft ist ganz schlecht gegen Stein. Donner ist noch schlechter gegen Stein. Dann wäre man besiegt und kommt stärker denn je zurück. Vielleicht kann ich das... Ich kann den doch nicht paralysieren. Das wäre zwar schön. Es hat keine Wirkung auf Onix. Tschüss Pikachu, das hält nicht aus. Ah doch, wir probieren einen Ruckzuck-Hieb. Das bringt überhaupt nichts. Und Felsgrab. Oh, es geht daneben. Schade, dass wir noch keinen Belieber haben. Das bringt echt überhaupt nichts. Trotzdem, jeder Schaden ist guter Schaden. Und irgendwie müssen wir den Kampf überstehen. So, Pikachu wird besiegt. Taubsi wird sich kaum besser schlagen. Wind ist, glaube ich, relativ schlecht gegen Stein. Hey, der macht einen Klammergriff. Windstoß. Ja, furchtbar, macht mehr Schaden als Ruckzuck-Hieb, aber auch nicht wirklich. Na gut, dann haben wir noch Sandwirbel, Ruckzuck-Hieb und Tackle. Versuchen wir es mit Tackle. Das ist so furchtbar. Das passiert gegen Rocco, wenn man kein gescheites Pokémon dagegen setzen kann. Aber im nächsten Mal werden wir es bestimmt schaffen. Wir tackeln den einfach nieder. Können tatsächlich auch mal Sandwirbel einsetzen. Bringt zwar jetzt nichts mehr. Oh, Felsgrab, das war's fürs Taubsi. Ja. Gut, wir haben noch zwei nichtsnutzige Käfer-Pokémon. Wahnsinnig effektiv sind die gegen Stein.
Ne, die werden sofort weg sein. Wir versuchen es mal mit dem Giftstachel. Kommen gar nicht so weit. Ja. Das machen wir doch gleich nochmal. Einmal ein Raupi opfern. Tackle. So ein Mist, das hat nicht funktioniert. Nein, ich habe verloren. Ich habe Preisgeld weggegeben. Ich falle in Ohnmacht. Ach, ich hoffe, ich wache nicht irgendwie. Ah, da kommt der Text. Lukas rannte zu einem Pokémon-Center und beschützte die erschöpften und besiegten Pokémon vor weiterem Schaden. Zunächst solltest du deine Pokémon vollständig heilen. Ja, das machen wir. Und dann gleich wieder in den Kampf, solange Rocco uns nicht erwartet. Dankeschön. Ja. Ja, Tränke, ja. Wir hoffen, du kommst groß raus. Ja, das hoffe ich auch. Aber ich habe den ersten Arena-Leiter da schon ordentlich auf die Fresse bekommen, weil ich kein Wasser-Pokémon hatte. Was ist die neumodische Alternative dafür? Natürlich Pay to Win. Wir brauchen einfach mehr Tränke. Trank. Mist, ich kann mir nur einen leisten. Yay, ein Trank. Kann ich was verkaufen? Ich glaube, ich habe mir einfach zu viel Pokebälle gekauft. Ein Gegengift. $50 dafür. Nee. Leerkanal brauche ich nicht. Pokéball behalten. Wenn man seine Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschung gut sein. Dankeschön. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat $500 gekostet. Das wird wohl ein Carpador sein, das nichts kann, bis es dann richtig viel kann. Warst du schon im Museum? Nein. Wirklich nicht? Es ist aber ein Besuch wert. Ah, wieso laufen wir immer Leuten hinterher? Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Er hat eine komische Stimme gehabt. Na gut, wir wollen gerade nicht ins Museum. Können wir eventuell hier noch irgendwie... Was ist denn das? Nur eine Grünfläche. Bin ich ja gar nicht mehr gewohnt, dass da kein Item liegt. So, ich probiere das Ganze nochmal. Durch das geschickte Einsetzen von Tränken und Pokémon... Ja, das wissen wir schon, das wissen wir schon. Ja, Stein-Pokémon, ja, ich will es mit dir aufnehmen, okay. Ah, ich erinnere mich an das Onix, das habe ich damals auch nicht geschafft beim ersten Mal. Vor allem da habe ich auch Glumanda genommen. Ich meine, was sollte man auch anderes nehmen? Ja, und dann ist es eben nicht gut gegangen. Metallklaue. Oh, diesmal war es kein Volltreffer. Wir werden getackelt. Das tut uns nicht gut. Komm schon. Komm schon, mach's fertig. Mist. Angriff von Glumanda steigt. Wir setzen... Also, das setzt Tackle ein. Wir setzen wieder Metallklaue ein. Yay, das ist sehr effektiv. So... Wieder das Onix. Wir bleiben eine Runde draußen und dann wechseln wir aufs Taubsi und versuchen ein bisschen mit Sandwirbel tatsächlich die Genauigkeit so weit runterzukriegen, dass wir eine realistische Chance haben. Na komm schon. Felsgrab, überleben wir das? Wenn nicht, ist es eh schon vorbei. Das war knapp. Ja, Glumanda singt. Pokémon. Taubsi, Tausch. So, wir machen Sandwirbel. Der Klammergriff macht nicht so viel. Aber der Sandwirbel sollte hoffentlich seine Genauigkeit sinken. Und das tut's auch. Das machen wir ein paar Mal. Dann trifft er mein armes Glumanda eventuell einmal nicht. Und dann haben wir wieder eine realistische Chance. Sandwirbel. So oft wie es geht im Moment. Weil das Taubsi wird nicht lange überleben. Das fängt ja eigentlich schon ganz gut an. Der trifft kaum noch. Ich glaube, sobald mein Glumanda wieder draußen ist, ist er wieder
wieder treffsicher wie eh und je. Okay. Der trifft echt nichts mehr. Ich setze es noch einmal ein und dann Heimers Blumander hoch. Ha, da geht echt gerade alles daneben. Sandwirbel war, wie gesagt, in den früheren Spielen richtig nervig, wenn man das entgegengesetzt bekommen hat. So, wir tackeln jetzt einfach mal. Einfach so weit Schaden. Oh, das bringt ja gar nichts. So, wir sind aus dem Klammergriff draußen. Ich würde jetzt mal sagen, ein Trank oder zwei auf das Glumanda und dann sollten wir eigentlich gewonnen haben. Gut, Onyx trifft nichts. Noch ein Trank, um ganz, ganz sicher zu gehen, dass das Glumanda die erste Runde überlebt. Gut, Onyx trifft nichts. Ich würde sagen, bei meinem Glück trifft er jetzt beim nächsten Mal wieder. Trotzdem kommt Glumanda raus. Hoffentlich setzt er nur sowas wie... Oh! Felsgrab ging daneben. Wunderbar. Dann können wir mit Metallklaue draufkratzen. Ist das nicht super? Felsgrab ging daneben. Ach, Sandwirbel ist echt Geheimwaffe in dem Spiel. Wunderbar. Hätte mal am Anfang das gleich machen sollen. Oh, jetzt hat er mal ein Felsgrab getroffen. Aber jetzt sind wir dran und wenn wir treffen, ist das Onyx definitiv am Arsch. Oh, was? Haben wir nicht getroffen? So, das wird jetzt schmerzhaft. Das ist ja richtig bitter. Los, Ruckzuckhieb. Donnerschock bringt doch gar nichts. Komm schon. Ja, ich weiß, dass es nicht effektiv ist. Wieso trifft der wieder wie ein junger Gott? Ist egal. Wir kriegen ihn. Ich bin davon überzeugt. Komm schon, Pikachu. Nein, immer noch nicht. Ein Ruckzuckhieb muss noch treffen. Ein Ruckzuckhieb muss noch treffen. Da. Wir haben gewonnen. Mit Ach und Krach. Yay. So, Rocco wird besiegt. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Wir erhalten den Felsorden. Tue ich den in meine Ordentasche? Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Wir gewinnen $1,400. Das sind fast drei Tränke, die wir uns leisten können. Warte, nimm das hier mit. Wir erhalten die TM39. Wir tun die in die entsprechende Tasche. Ja, ja, eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Ja, das haben wir gemerkt. Der Initiativewert des Gegners wird zugleich gesenkt. Hab ich auch gemerkt. Sehr gut. Ganz wie ich es mir gedacht habe, aus dir kann ein Pokémon-Champion werden. Oh, was war da mit der Stimme los? Ist egal, wir müssen auf jeden Fall ins Pokémon-Center, um unsere Pokémon hochzuheilen. Weil arg viel halten die jetzt nicht mehr aus. Aber schön, dass es beim zweiten Anlauf geklappt hat. Ich habe ein bisschen drauf spekuliert, dass wir das so hinbekommen. Ansonsten wäre ich nochmal ins Gras gegangen und wir hätten trainieren müssen. So, einmal A drücken, bis die Pokémon wieder fit sind und dann raus hier. Ja, ja, alles wieder topfit. Und ich glaube, jetzt sollten wir ins Museum. Irgendwie so war das doch. Wenn wir es uns leisten können. Marmoria City, Wissenschaftsmuseum. Also da bin ich gespannt. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Poké-Dollar. Möchtest du hinein? Auf jeden Fall. Okay, da sind 50 Poké-Dollar. Vielen Dank. Was haben wir denn hier? Schöne Fossilien. Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Und hier unten haben wir ein
Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Die haben also zwei urzeitliche und seltene Pokémon ausgestellt. Verzeihung. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Ja, das finde ich auch. Mag Aerodactyl ganz gern, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich den richtig ausspreche. Ich hätte gern ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Das ist eine schöne Rakete. Ein Space Shuttle. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Boah, das kann ich sehen. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Fragezeichen? Ja, 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Ja, das war ein spektakuläres Ereignis damals. Das kann man nicht leugnen. Obwohl es einige versuchen, warum auch immer. Wenn es Freude bereitet. So, dann sind wir fertig im Museum. Oh, hier haben wir noch ein Haus, in das wir nicht eingebrochen sind. Unser Pokémon ist ein Außenseiter, deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Teamtausch erhält. Es entwickelt sich rasch, doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainern nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Ja, ihr könnt Rocco schlagen, ist gar nicht so schwer. Nidoran, sitz! Nidoran! Na gut. Ungehorsames Nidoran. So, hier nach rechts schätze ich mal. Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Noch ein Wissenschaftler. Oh, Lukas. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen, also nimm es bitte. Turbotreter, wunderbar. Wir ziehen die gleich an und mit B können wir jetzt schnell rennen. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Hab doch gewusst, dass es damals schon dieses Quality of Life Feature gab. Oh, ein Brief ist dabei. Hallo Lukas, hier ein paar Turbotreter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drück dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Sind wir schnell unterwegs. Damit können wir echt Turbo treten. Der Zerschneider kann hier eingesetzt werden. Den können wir aber noch gar nicht. Da müssen wir wohl später hin. Route 3. Es geht voran. Die will kämpfen. Ich will auch kämpfen. Was starrst du mich so an? Ich weiß es nicht. Du starrst doch eher mich an. Eine Göre. Göre Ricarda. Ein Taubsi. Das ist immer noch nicht feuerfest, nehme ich mal stark an. Ne, nicht sehr feuerfest. Wir erhalten, ja, EP. Und wir erreichen Level 16. Ist das nicht schön? Müsste sich doch gleich entwickeln, oder? Noch ein Taubsi. Ne, wir wollen nicht wechseln. Wir wollen das einfach nochmal rösten. Ui. Ich mag's nicht, wenn die zurückkämpfen. Find ich total unsympathisch. Und nochmal EP. So, Hammer besiegt. Du bist gefährlich. Wir gewinnen 144 Dollar. Ich nenn's jetzt einfach Dollar. Hey, Glumanda entwickelt sich. Na, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Ne? Es ist ein... Glückwunsch, dein Glumanda wurde zu Glutexu. Ah, wunderbar.
Und damit würde ich tatsächlich sagen, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Ich werde hier speichern. Die Pokémon werde ich in dieser Episode bzw. nach dieser Episode nicht trainieren. Ist ja eh die, die am Samstag rauskommt. Das heißt, morgen am Sonntag kommt die nächste Episode raus. Und da machen wir genau hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.